Und so fängt es an. Willkommen in der fantastischen Welt von Mr. Fox. Hier sind wir nun. Sein Leben ist fantastisch. Seine Frau ist fantastisch. Wenn das passiert, wovon ich glaube, dass es passiert, hoffe ich, dass es nicht passiert. Seine Nachbarn nicht ganz so fantastisch. Das sind grob, grimm und gräulich. Drei der fiesesten Farmer im ganzen Tal. Was war das? Die graben uns aus. Aber sie stellen fest, dass es dort einen Fuchs gibt. Ich habe eine Idee. Der besonders ausgefuchst ist. Maulwurf, was kannst du? Ich kann im Dunkeln sehen. Damit lässt sich was anfangen. Kaninchen. Ich bin schnell. Dachs. Sprengmeister. Was? Seit wann? Vom Autor von Charlie und die Schokoladenfabrik. Das ist der ausgefuchsteste Fuchs, der mir je begegnet ist. Das Abenteuer. Eine Titan-Kreditkarte? Was soll denn das mit dem Pfeifen und dem Klicken? Das ist mein Markenzeichen. Beginnt. Ich weiß, wie es ist, wenn man sich anders fühlt. Wir alle sind anders. Aber irgendwie ist das doch auch ganz fantastisch, nicht wahr? Explosionen, Flammen, Sachen abfackeln. Ich passe da gut durch. Und weißt du, wieso? Wieso? Weil ich klein bin. Du bist wirklich ein fantastischer Fuchs. Ich versuch's. Der fantastische Mr. Fox. Was sollen die Blitze da? Das könnte bedeuten, dass es sich hier um einen elektrischen Zaun handelt. Naja, ich hoffe bloß, es donnert nicht. Davor habe ich nämlich Angst. Demnächst im Kino.